Viel zu oft werden die Modellbauanfänger durch die Profis eingeschüchtert, die hier die perfekten Modelle zeigen. In diesem Video geht es eben darum, auch einem solchen Anfänger ein wenig Handwerkzeug zu geben. Vielleicht nicht für das ganz perfekte Modell, aber für ein nahezu perfektes. Und es geht auch um den kleinen Unterschied. Den Unterschied zwischen den beiden Modellbausätzen der AIDA-Schiffe. Derzeit bietet Revell nur das Modell der Blue, Sol, Mar oder Stella an. Mit ein wenig Glück kann man auch das Vorgängermodell der Diva, Bella und Luna ergattern. Die Bauanleitungen sind leicht verständlich, listen die Farbtypen auf, die für den Bau benötigt werden, und jeder Schritt wird einzeln dargestellt. Beim Bausatz der Blue und der Sol wurde beispielsweise festgestellt, dass der Rumpf unter Spannung steht und nur in Teilen einzeln verklebt werden kann. Die Heckabschnitte der Modelle sind nicht ganz passgenau und müssen mit ein wenig Gewalt und Kreppklebeband unter Kraft zusammengehalten werden. Und wenn der Profi die Nähte spachtelt, dann soll er es tun. Es ist zu empfehlen, die Gehäuse für die Heck- und für die Bugstrahlruder vorher farblich zu gestalten. Gleiches gilt für die Teile der Stabilisatoren. Die Modelle haben keine vorgezeichnete Wasserlinie. Darin liegt die Herausforderung für die meisten Modellbauer. Sobald die erforderliche Höhe ermittelt ist, wird ein Stapel geschichtet, darauf ein Stift, der auf dem Schiffsrumpf malt. Soweit man über helfende Hände verfügt, ist der Rest dann ganz einfach. Danach kommt die nächste Herausforderung. Die Idee, Malerkrepp zu verwenden, die wird wohl jedem kommen. Aber ein perfektes Linienbild wird damit nicht erzeugt. Wer kennt es nicht, dass die Farbe unterkriecht und die Linien unsauber aussehen? Selbstfestes Andrücken des Klebebandes genügt meist nicht. Um das Unterkriechen zu verhindern, wird die Grundfarbe genutzt oder etwas Klarlack. Die Kante des Klebebandes wird damit bestrichen und die Farbe wird gut eingerieben. Vorausgesetzt wird nun, dass für dieses Modell vorgesehene Farben vorhanden sind und die Mischung für die Rumpffarbe schon erfolgt ist. Der Anstrich muss gut durchgetrocknet sein, ehe das Kreppband wieder gelöst wird. Das Ergebnis der Wasserlinie, das spricht für sich. Ein weiteres Problem ist der Anstrich von kleinen Teilen. Doppelklebeband ist eine hilfreiche Sache, doch wer keines hat, kann sich auch mit Krepp behelfen. Bei der Gestaltung des ersten Decks stößt man schon auf den ersten Pool und muss sich dann die Abziehbilder ansehen. Entweder man entscheidet sich, diese zu verwenden, oder man modifiziert die Angelegenheit. Blaue Farbe in den Pool und Modellwasser aus dem Modellbahnhandel. Wenn es auch nur ein kleines Detail ist, aber es wertet das Modell durchaus auf. Sobald das Deck eingebaut ist, sollte man auch schon an die ersten Details denken, die sich sonst später schlecht einfügen lassen. Und im nächsten Schritt sind da die unendlich vielen Balkons, die einer farblichen Behandlung bedürfen. Selbst wenn hier die Verwendung von Krepp versagt, ruhig Blut, die Farbe trocknen lassen und dann mit diesem ganz speziellen Nagellackentferner abreiben. Nichts wird zerfressen. Und wer nicht genug von Details bekommen kann, dem stehen alle Türen offen. Und in diesem Zusammenhang, Achtung, die beiden Treppen werden in der Montageanleitung nicht erwähnt. Und hier noch ein kleiner Vorschlag für die Freunde des Wellnessbereiches. Dann noch ein kleiner Tipp für die Verwender des Modellwassers. Die Löcher für die Schirme nicht mit Zahnstochern versehen, sondern sofort die Säulen für die Schirme nutzen. Das leidige Problem mit Strippen an Modellen.
Omas Bindfaden ist dabei nicht die beste Lösung. Dünner Schaltdraht mit einer Ader, das ist die Lösung. Eine Seite an einen feststehenden Gegenstand gedreht, die Isolierung entfernt und die andere Seite in eine Bohrmaschine gesteckt. Unter leichtem Zug und langsamer Drehung wird der Draht steif. Der Unterschied. Als erstes fällt auf, dass der Rumpf der Diva viel besser passt als das nachfolgende Modell. Dann sind es die Abziehbilder, die für die Rettungsboote vorgesehen sind, auch eindeutig aus den Ausbauanleitungen zu entnehmen. Der wohl gravierendste Unterschied ist der Decksaufbau. Bei der modifizierten Sphinx-Klasse, auch genannt Icarus-Klasse, wurde ein Kabinendeck eingefügt, das bis über die Brücke reicht. Dies ist wohl der deutlichste Unterschied zwischen der Diva und der Sol. Aber auch der FKK-Bereich zeigt Unterschiede, ebenso das Heck. Und nun, nach genügend Schiffen der AIDA-Flotte, geht es an die nächste Herausforderung.